Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, wir dürfen uns in der heutigen Andacht entführen lassen in Gottes Weisheit. Sagt uns das überhaupt etwas? Gottes Weisheit? Gott, wer bin ich, deine Weisheit zu ergründen? In dem Buch der Sprüche steht ein ganz erstaunlicher Text, in dem die Weisheit als eine Person auftritt und zu uns spricht. Ruft nicht die Weisheit und erhebt nicht die Einsicht ihre Stimme? Euch Männer rufe ich und an die Menschen richtet sich meine Rede. Werdet klug, ihr Einfältigen. Und ihr Dummen, werdet verständig. Der Herr hat mich geschaffen am Anfang seines Weges, vor seinen anderen Werken, vor aller Zeit. In fernster Zeit wurde ich gebildet, am Anfang, in den Urzeiten der Erde. Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren, als es noch keine wasserreichen Quellen gab. Bevor die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren, als er die Erde noch nicht geschaffen hatte und die Fluren und die ersten Schollen des Erdkreises. Als er den Himmel befestigte, war ich dabei. Als er den Horizont festsetzte über der Flut, als er die Wolken droben befestigte, als die Quellen der Flut mächtig waren, als er dem Meer seine Grenze setzte und die Wasser seinen Befehl nicht übertraten, als er die Grundfesten der Erde festsetzte, da stand ich als Werkmeisterin ihm zur Seite und war seine Freude Tag für Tag, spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Freude an den Menschen. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, der Tag für Tag an meinen Türen wacht, die Pfosten meiner Tore hütet. Denn wer mich gefunden hat, hat das Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt beim Herrn. Thank you.
Heute haben wir einen Text aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther. Im ersten Kapitel, ab Vers 18, da heißt es: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Zweifellos ein interessanter Text. Ja, sagt er uns noch irgendetwas? Oder geht es hier nur um Juden und Griechen? Die einen, die sich ärgern, die anderen, die alles besonders weise dargestellt bekommen wollen, weil sie es lieben, miteinander zu argumentieren? Oder bezieht sich das auch auf etwas, was uns heute noch angeht? Sind wir nicht tatsächlich heute viel weiser als die damals? Wir wissen doch viel mehr. Wir können die Welt erklären, vom Allerkleinsten bis zum Allergrößten. Wir verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das konnten die damals alles nicht. Also kann das doch nur auf die von damals gemünzt sein, oder? Naja, das sollten wir doch mal ein bisschen differenzierter betrachten. Statt Weisheit könnte man auch Klugheit sagen. Oder so ein bisschen provokanter schlau. Heute sind wir alle schlau. Und schlau bedeutet, dass wir eine ganze Menge wissen. Wir wissen über die Dinge Bescheid, insbesondere was unser eigenes Leben anbelangt. Und je mehr wir wissen, desto mehr haben wir die Möglichkeit, auf das Leben Einfluss zu nehmen. Auf unser Leben, auf das Leben anderer Menschen. Das Wissen der Naturwissenschaften dient dazu, Einfluss zu nehmen auf die physikalische Welt, sodass daraus Technik möglich wird, die unfassbar wirkungsvoll ist im Vergleich zu dem, was man einmal dachte, was grundsätzlich möglich ist. Also Schlauheit heißt letztendlich Macht. Mit Wissen oder mit Weisheit oder mit Klugheit oder mit Schlauheit kann man eine Menge machen. Ja, wenn das der Fall ist, wenn wir also über diese Form von intellektueller Fähigkeit, über diese Form, die Welt zu verstehen, eine Kontrolle bekommen, dann denken wir uns natürlich, das müsste mit Gott doch genauso sein. Das heißt, er ist super schlau, super intelligent, sonst hätte er doch nicht die ganze Kontrolle über alles, wenn es ihn gibt, natürlich nur. Ja, Gott als der Mächtige. Damit können wir uns einigermaßen arrangieren. Aber da gibt es etwas, was uns einen Strich durch die Rechnung macht. Jedenfalls von dem, was Paulus sagt. Nämlich er sagt, Christus ist die eigentliche Kraft Gottes und Christus ist der Gekreuzigte. Was ist denn der Gekreuzigte? Der Gekreuzigte ist der Gescheiterte. Und zwar auf eine erbärmliche Art und Weise gescheitert.
Und es ist der Ohnmächtige, also der ohne Macht. Das ist, gelinde gesagt, ärgerlich. Ein ohnmächtiger Gott, das ist ein Widerspruch doch in sich selbst, denn für uns ist Gott immer mächtig. Und ein ohnmächtiger Gott, das kann doch nicht sein, das gibt's doch nicht. Aber wenn Gott Macht hat und seine Macht einsetzt, dann läuft absolut alles nach seinem direkten eingesetzten Willen. Also auch wir würden, wenn er seine Macht einsetzen würde, einfach genau so funktionieren, wie er das möchte. Und dass alles nicht so funktioniert, wie es eigentlich eine göttliche Welt sein sollte, das ist banal und offensichtlich. Also bei Ihnen, bei mir, bei jedem anderen setzt er seine Macht offensichtlich nicht ein. Vielleicht manchmal irgendwie, was die äußeren Umstände anbelangt, aber spüren Sie die Macht Gottes in sich selbst, dass Sie genau so funktionieren und so denken und so fühlen, so handeln und so wollen, wie er das für richtig hält? Ja, er ist ohnmächtig als Gekreuzigter. Das ist etwas, woran außerordentlich viele einen ziemlich mächtigen Anstoß nehmen. Und vor allen Dingen stellt sich doch die Frage, warum will er seine Macht nicht einsetzen? Warum hat er damals seine Macht nicht eingesetzt? Warum setzt er heute seine Macht nicht ein? Warum wirkt die ganze Welt so, als ob Gott nach wie vor total ohnmächtig wäre? Da gibt es einen ganz einfachen und ganz klaren Grund. Weil er hat sich dafür entschieden, nur eine einzige, ja sagen wir mal, göttliche Kraft einzusetzen und wirksam werden zu lassen von ihm. Ja, was denn nun? Allein nur die Kraft der Liebe. Allein nur die. Alles, was er bewirken will, will er einzig und allein durch die Kraft der Liebe bewirken, nicht durch eine sonstige Form von Macht. Und interessant ist doch, dass derjenige, der der Ohnmächtigste und der Gescheiterteste sein gewesen ist, dass der getötet wurde, offensichtlich nicht getötet werden konnte. Diese Kraft der Liebe ist mächtiger als jede Kraft der Welt. Also heißt das, er ist in der Lage, jede beliebige Macht und jede beliebige Kraft der Welt zu überwinden. Und das Mächtigste und das Massivste und das Gefürchteteste, was wir kennen in dieser Welt, das ist tatsächlich jemanden einfach vernichten, töten zu wollen. Da denken wir, da ist die Grenze erreicht, da ist alles erreicht. Wer töten kann, hat die absolute Macht. Na eben nicht. Genau darum geht es. Es geht darum, dass noch nicht einmal der Tod in der Lage ist, die Liebe zu vernichten. Ja, warum denn nicht? Weil die Liebe das Wesen Gottes ist. Und das Wesen Gottes ist genauso wie Gott selbst einfach unvernichtbar. Und was heißt das konkret? Das bedeutet ganz praktisch, dass alles, was nicht Liebe ist, also all die weltlichen Kräfte, das, was so existiert, ohne dass es tatsächlich ganz und gar Liebe ist, wird einmal vergehen, ist endlich. Alles. Und da kann man gar nichts ausschließen. Alles, was nicht Liebe ist, wird vergehen. Übrig bleiben wird nur das, was Liebe ist. Und was heißt das? Das heißt, dass alles das, was Weisheit genannt wird, nur dann überhaupt weise ist, wenn diese Weisheit aus der Liebe geboren wurde. Denn sie ist so weise, dass sie das Eigentliche erkannt hat, das Wesentliche erkannt hat.
Sogar manche Menschen, die sich nicht für gläubig halten, haben doch eine Ahnung davon, dass das, was Liebe genannt wird, etwas unendlich Kostbares ist. Das Einzige, was letztlich im Leben zählt. Und wenn Sie diese Ahnung haben und wenn Sie dieser Meinung sind, dann sind Sie schon ganz nah dran. Ja, und damit ist doch eigentlich alles klar. Gott verzichtet komplett auf Macht. Aber er überwindet alles. Und er überwindet es dadurch, dass er bereit ist, wie wir zu sein, sogar wie wir zu sterben, aber dann als die Liebe den Tod zu überwinden. Und dadurch unserem Tod oder unserem Todsein, unserer Selbstsucht und unserer Gefangenschaft in uns selbst so nahe zu kommen, dass er uns ein Angebot machen kann, ein direktes persönliches Angebot. Erfahrbar, spürbar. Und dieses Angebot heißt einfach: Ich habe meine Liebe dir nahegebracht. So nah, dass du sie einfach jetzt, wenn du es willst, ergreifen kannst. Und wenn du sie in dir aufnimmst. Und wenn du sie mehr und mehr in dich aufnimmst, dann bedeutet das, dass du mir immer ähnlicher wirst. Dann beginnt deine Liebe, wie meine Liebe zu sein. Und wenn Gott so etwas sagt durch Christus, dann heißt das, er möchte uns zu sich ziehen. Er möchte uns fähig machen, letztendlich, auch wenn alles sonst vergeht, die Ewigkeit mit uns zu verbringen. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eine wirkliche und wahrhaftige Lebendigkeit, die nur in der Liebe möglich ist. Das ist sein Angebot. Und dieses Angebot setzte voraus, dass er uns letztendlich in unserer Totheit unendlich nahe gekommen ist. Deswegen führte seinen Weg über das Kreuz. Der Gekreuzigte, der ist unsere eigentliche Hoffnung. Und nicht nur eine Hoffnung für irgendeine Zukunft, sondern eine konkrete, lebendige, jetzt schon spürbare, jetzt schon erfahrbare. Er wartet auch auf Sie in seiner Ewigkeit. Er wartet aber auch auf Sie schon hier, dass Sie das, was diese Weisheit in sich trägt, jetzt schon aufnehmen wollen. Thank you.
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Und das letzte Lied fasst noch einmal zusammen, dass wir Gottes Weisheit wiederfinden können in einem Menschen, in Christus, in seinem Leben und in seinem Sterben.